Frühling? Es ist Frühling. Die Bäume treiben Knospen, alles blüht. Kirschen, Pfirsiche, Äpfel. Die ganze Stadt Higashine steht im Frühlingsduft und in Frühlingsfarben. Jeder Teil der Stadt hat von alters her seine eigenen Tänze, seine eigenen vielfarbigen Hinanin-Yo-Puppen, seine eigenen Frühjahrsbräuche. Sommer. Die Sommerwärme gibt Früchten und Menschen Kraft. Die Kirschen färben sich. Viele Besucher kommen in dieser Zeit des Jahres nach Higashine. Aus Higashine stammt eine der edelsten aller japanischen Kirschsorten, Satonishiki. An Qualität und an Menge ist Higashine landesweit führend in der Kirschenproduktion. Alljährlich 12.000 Läufer. Sakurambo-Marathon ist die größte Marathonveranstaltung Nordjapans. Ein weiterer Höhepunkt des Sommers, das Higashine-Fest. 2 Tage lang traditionelle Tänze und Paraden. Herbst. Leuchtend rot sind die Berge im Herbst. Die Sommerhitze hat sich gelegt, es bläst ein angenehm frischer Wind, die Reisähren reifen, die Felder werden golden, Pfirsiche, Trauben, Äpfel und unsere Birnensorte La France reifen zur Ernte. Überall werden an den Shinto-Schreinen Kagura-Tänze aufgeführt, die um gute Ernte bitten sollen. Winter. Die ganze Gegend ist schneebedeckt. Bis der Frühling kommt, müssen die Bäume der Kälte standhalten. Der Winter bringt Higashine aber nicht nur strenge Kälte, sondern auch Angenehmeres. Im Flachland werden Schneefeste veranstaltet, Yukimatsuri. Für diese werden allerlei fantastische Gestalten aus Schnee gebaut und erleuchtet. Zugleich zieht der Skisport alljährlich zahlreiche Besucher ins Berggebiet. Bei Ski und Snowboard geht es dann hoch her. Leben in Higashine. Die Stadt Higashine hat einen Flughafen und ist an den Shinkansen angebunden. So ist unser nächstes Ziel, auch etwas daraus zu machen, uns zu einer noch lebhafteren Stadt zu erneuern. Higashine verfügt über Kindereinrichtungen, Bibliotheken, Museen und über etliche kulturelle Einrichtungen. Dazu auch über eine weitläufige Onsen-Gegend. Die Kirschensaison ist auch für unser Onsen die belebteste Zeit des Jahres. Reiche Natur und traditionelle Kultur, eine Stadt für Kinder und Erwachsene, das ist Higashine.